Auch an Tag Nummer 3 haben wir für euch Infos aus dem Trainingslager in Siede. Neben der Mannschaft sind die Tage auch für unsere beiden Physiotherapeuten Christian Ziegler und Cedric Schmidt von unserem Partnersport mit Reha sehr arbeitsintensiv. Während dem Frühstück steht eine Abstimmung mit dem Trainerteam über Blessuren der Buwe vom Vortag an, um zu informieren, ob einige Spieler gar nicht oder nur teilweise am Training teilnehmen können. Vor dem Training kommen vereinzelt Spieler, um sich die Wirbelsäule kontrollieren oder richten zu lassen. Als Vorbereitung auf das Training kommt der ein oder andere Spieler, um den Fuß zur Stabilisation des Sprunggelenks tapen zu lassen. Einige der Jungs erhalten vor dem Training bereits eine Behandlung der bestehenden Blessuren. Während den Trainingseinheiten sind die Physiotherapeuten als Beobachter vor Ort und können bei Problemen direkt eingreifen. Spieler, die nicht an allen Übungen teilnehmen, werden mit individuellen Übungsprogrammen begleitet. Im Anschluss an das Training steht direkt die Behandlung der beanspruchten Muskulaturen an. Nach der Mittagspause und in Vorbereitung auf die zweite Einheit beginnt der Tagesablauf von vorne, welcher meistens erst am ganz späten Abend mit den letzten Behandlungen endet. Bei Cortes Corner ist heute Angreifer Jesse Weisenfels als Gesprächspartner zu Gast. So, hallo alle zusammen. Heute habe ich den Jesse mitgebracht. Ich wollte euch nicht länger auf die Folter spannen, weil ja das Interview mit Timo schon ein bisschen prekär war. Aber erstmal so ein bisschen von gestern Abend noch, von der zweiten Einheit und von heute Morgen ein bisschen was Allgemeines und dann wieder ein bisschen privater. Ja, heute Morgen konnten wir endlich gut trainieren. Wetter war deutlich besser, nur ein bisschen Regen. Wie im Trainingslager halt üblich, früh aufgestanden, gefrühstückt und ich glaube, wir sind gut im Soll. Ja, sehr gut. Ja, das Interview von Timo, denke ich, hast du schon gesehen. Ich habe es dir auch gesagt, dass er so geantwortet hat. Ne? Ich bin ja ein fairer und loyaler Mitspieler. Und ja, wie hast du es aufgenommen? Ja, die Situation ist einfach durchgehend belastend hier im Trainingslager. Haben wir uns sicherlich beide anders vorgestellt und wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir haben eine Zimmertür, die zwischen uns geschlossen ist, die wird jetzt öfter mal aufgemacht, aber es ist weiterhin sehr schwer. Ja, jetzt heute am Mittagstisch, ich saß ja in der unmittelbaren Nähe von euch, ging es auch darum, dass es dass du öfter mal so ein, wie man bei uns sagt, so ein Pinzer bist. Was kannst du dazu sagen? Ja, da sind immer kleine Sticheleien natürlich. Wenn man sich nicht so versteht wie Timo und ich, da wird viel geschossen, auch unter der Gürtellinie. Das muss ich so akzeptieren. Ich halte mich da raus und versuche einfach Spaß dann mit den anderen Spielern zu haben. Ja gut, wenn ich dich jetzt bei uns im Zimmer haben wollen würde, würde ich dir anbieten, dass wir noch ein Bett frei haben. Aber ja, ich denke, du kriegst es alleine gut hin da mit Timo. Wenn nicht, kannst du mich immer anrufen, Seelsorge. Was steht heute noch an? Zweite Einheit gleich nochmal, fleißig arbeiten draußen und dann haben wir verdienten Feierabend und morgen geht's dann endlich weiter. Gut, morgen kommt dann der nächste. Wie immer weiß ich noch nicht wer, überlege ich mir immer spontan und dann bis morgen. Im Zimmerduell treten unsere beiden Kapitäne Kevin Konrad und Marco Schuster an. Frage 1. Wer von euch beiden lässt sich häufiger behandeln? Einstimmig, Kevin Konrad. Kann wer ist wehleidiger? Boah. Entscheid dich. Auch hier Kevin Konrad. Punkt 2. Für dich, Schuster. Aber nur kurz zwischendurch, wer trainiert jetzt und wer nett? Heute Morgen? Tut zu der Frage nichts zu sagen. Nur so. Frage Nummer 3. Wer von euch beiden benutzt sein Smartphone häufiger? Uneinigkeit. Ich wusste nicht. Ich auch nicht. Was alles so. Ich wollte dich nicht reinreiten. Ja. War das ja gut, dass jeder denkt, er nutzt es mehr. Mhm. Frage Nummer 4. Wer von euch beiden hat den besseren Musikgeschmack? Auch hier seid ihr euch nicht einig. Wer von euch beiden ist die größere Leseratte? Also, jetzt habt ihr gerade einen Lauf. Negativen. Konrad denkt, Marco liest mehr und umgekehrt. Weniger lese als ich, geht gar nicht. Ich lese gar nichts. Also lest ihr beides sehr, sehr wenig. Ja, richtig. Wer von euch ist schneller?
war beim Sprinter schon dabei. Ja. Das tut auch nichts. Ihr seid beide sehr überzeugt von euch selbst. Ja. Beide wieder falsch gelegen. Mach ihn nicht lächerlich, weil ich Schuhstab. Ihr wisst, ihr dreht dann gegen die anderen Zimmer, ja? Ja. Ach so, mitgegen die Schuhstab. So, Frage Nummer 7. Wer von euch beiden gewinnt mehr Zweikämpfe? Hier denkt jeder, der andere wäre der Zweikampfstärkere. Schuster, du führst doch viel mehr als ich. Ja, aber da will ich dir mal. Naja, will ich dir was Gutes tun? Wer ist der Torgefährlichere von euch beiden? Nein. Okay, Kevin Conrad hat sich noch schnell umentschieden. Ja, das da habt ihr mal wieder einen Punkt ergattert. Das ist ja wohl keine Frage. Nee, ich komme nicht mehr rein. Wer hat die bessere Technik? Ja, da seid ihr euch einig, Marco Schuster. Ja, so, jetzt wird's interessant. Wer von euch beiden braucht länger im Bad? Marco, ist dir schon sicher? Leider falsch. Wer ist morgens schlechter gelaunt? Wir sind beide gut drauf. Die Frage kann man nicht beantworten. Nee, das kann man nicht beantworten. Ich sage trotzdem. Okay, Marco hat sich trotzdem entschieden. Okay, seid euch einig, Kevin Conrad. Schlechter genau. Frage 12, auch sehr interessant. Wer von euch beiden spricht das besser bei Hochdeutsch? Wow. Ja, okay. Ganz klar, Marco in dem Fall. Bim's nett. Bim's nett, ist klar. Frage 14, beziehungsweise 13, ich entschuldige. Wer ist der Liebling des Trainers? Da denkt ihr wieder umgekehrt. So, dann machen wir weiter. Das sind ja wirklich gar nichts verloren. Wer von euch beiden tauscht häufiger sein Trikot? Tauschen. Marco ist sich immer sehr schnell sicher. Tauschen oder her? Beides. Okay. Naja, da denkt ihr leider wieder falsch. Also bei euch harmoniert es nicht ganz, ne? Und dann die letzte und abschließende Frage. Wer ist der Chef? Ja, ganz klar, Kevin Conrad. Das, keine Diskussion. Da gibt es keine Diskussion. Ja, finde ich gut. Alter, Verschönheit. Immerhin, mal, da seid ihr euch einig. Ja, sollen wir noch mal noch kurz das Bett zeigen, ja? Ja, zeig sollen wir das mal machen? Das sieht eigentlich nicht so aus. Das ist jetzt nur wegen dem Theater hier so unordentlich. Wegen dem Theater hier, ja. Okay, alles klar. Sonst ist es schön aufgeräumt.